zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen und unter die Arme greifen. Die Gemeinde Leogang hat es sich zum Ziel gemacht, im Agenda 21-Prozess einige Projekte für ein besseres und nachhaltigeres Zusammenleben umzusetzen. Agenda 21 ist also für uns in Salzburg speziell ein Förderprogramm für Gemeinden, dass sie die Gemeinden einmal die Frage stellen, wie wollen wir uns in den nächsten 10 Jahren weiterentwickeln? Und zwar, wie wollen wir uns nachhaltig weiterentwickeln? Nachhaltig auf die soziale Art, auf die wirtschaftliche Art und auch natürlich auf die umweltökologische Art. Entstanden ist Agenda 21, der Gedanke für Agenda 21 beim UN-Weltgipfel in Rio de Janeiro 1992. Da haben sie 178 Staaten bereit erklärt, diese lokale Agenda 21 zu starten, dass man wirklich von der kleinsten Zelle, politischen Zelle, von der Gemeinde oder von der Region heraus seine Zukunft gestaltet. Im Bundesland Salzburg gibt es aktuell rund 30 Agenda 21 Gemeinden, sprich Gemeinden, die sich im Bereich der Nachhaltigkeit besondere Projekte überlegt haben. Also wir haben eine Projektwerkstätte gemacht, wo 4 Projekte ausgewählt worden sind, die dann eine weitere Begleitung durch Agenda 21 bekommen. Leugam halt zusammen war eines davon und es haben sich dann in der Projektwerkstätte eigentlich gleich 10 Personen circa gefunden, die gesagt haben, das ist etwas, das interessiert mich, da möchte ich mitmachen. Leugam halt zusammen ist eine Plattform sowie Beratungsstelle, welche die Bürger von Leogang in Notlagen oder Problemsituationen unterstützt und Hilfe bereitstellt. Ursprünglich entstanden ist es aus der Idee, dass man Besuchsdienste etwas noch intensiviert, dass man Freiwilligenarbeit aufbaut und vor allem ältere Menschen, da vor allem Männer, besucht. Dann ist die erste Idee zusätzlich gekommen, man könnte ja noch zusätzlich Lieferdienste machen, Einkaufsdienste und dergleichen und so sind die Ideen nach und nach gesprudelt. Seit rund einem Jahr gibt es eine eigene Mitarbeiterin, die sich um alle Anliegen in der Gemeinde kümmert und alle Abläufe von Hilfsdiensten bis hin zum Carsharing koordiniert. Hier ist es gerade so, dass eben viele allein sind, wo der Besuch nicht sein darf, wo man dann einfach telefoniert und fragt, wie es einem geht und was denn so los ist. Das sind momentan die häufigsten Sachen und ansonsten sind es oft auch Fahrdienste, wo man dann einmal auch zum Doktor fährt und der dann behilflich ist beim Doktor und so. Um Hilfe bitten ist eines vom Schwierigsten, das ist egal in welchem Alter. Und dass man das eben vermittelt, es gibt nichts, was man nicht irgendwo eine Lösung findet. Und bitte ruft es einfach an, weil wenn ich es nicht weiß, können wir nicht helfen. Die Leute melden sich freiwillig bei Leugam halt zusammen, bei unseren Mitarbeitern, bieten was an, gerade da, wo wir heute sind, den Raum Sportartikelhändler in Leogang hat seine Ware, was er jetzt nicht mehr verkaufen kann, weil sie im Auge gelaufen ist, was Top-Ware ist, zur Verfügung gestellt für Bedürftige oder für Familien, was sie einfach brauchen, den Leogang. Und jetzt möchten sie die Leute einfach, sie wissen, dass es Anlaufstelle gibt. Es ist der perfekte Boden für World Changer, weil sie Agenda 21 dadurch auszeichnet, dass man setzt sich das Ziel, dass man die Bürger in der Gemeinde, natürlich auch die Verantwortungsträger, das ist ja ein Miteinander, ermutigt und befähigt, dass sie selber Projekte starten, dass sie sich selber mit der Gestaltung und mit den Zielen ihrer Gemeinde auseinandersetzen. Und World Changer verstehen wir so, wenn man das jetzt aus der Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet, so dass man sagt, denkt man es einmal neu, wie kann neues Wirtschaften gehen, wie kann ein neues Miteinander gehen. Da braucht es Innovation und für Innovation braucht es Gespräch und Begegnung und alles das bietet Agenda 21. Infos zur Agenda 21 finden Sie auf der Webseite vom Land Salzburg. Alle weiteren Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Energiesparen finden Sie wie gewohnt auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.